Hallo, mein Name ist Allison Obermeier und ich arbeite in der Stadtbücherei Langen. Sie kennen die Bücherei wahrscheinlich schon als physisches Gebäude, wo man Bücher aus Papier ausleihen kann. Aber wussten Sie schon, dass es auch eine digitale Bücherei gibt, auf die man von überall zugreifen kann? Diese digitale Bücherei heißt die Onleihe oder genauer gesagt der Onleiheverbund Hessen. Wie der Name erwähnt, ist diese digitale Bücherei eine Zusammenarbeit von vielen Bibliotheken in Hessen. Mehr als 100 Bibliotheken sind dabei. Was heißt, dass es wahnsinnig viele Medien da gibt. Viel mehr, als wir in unserer kleinen Bücherei leisten oder lagern könnten. In der Onleihe findet man sowohl E-Books als auch Hörbücher. Und alles, was man dafür braucht, ist eine Büchereikarte. Es gibt viele Möglichkeiten, die Onleihe zu nutzen. Entweder mit einem Computer auf der Webseite oder mit der App auf einem Handy oder Tablet oder direkt auf dem E-Reader. In einem anderen Video über Satelliten habe ich gezeigt, wie man die Webseite benutzt direkt. Und heute in diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man der E-Reader benutzt, um die Bücher da direkt auszuleihen und da auf dem E-Reader zu lesen. Bevor ich aber anfange, möchte ich kurz erklären, dass leider nicht alle E-Readers mit der Onleihe funktionieren. Also der Amazon Kindle zum Beispiel, das funktioniert gar nicht mit der Onleihe. Also dann würde ich, wenn Sie darauf Interesse haben, würde ich Sie auf jeden Fall bitten, entweder ein Tolino, da habe ich hier ein Tolino, oder ein Pocketbook zu kaufen, weil die zwei gehen auf jeden Fall mit der Onleihe. Und falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das machen wollen oder nicht, Sie können hier dieses Tolino in der Bücherei ausleihen und das zu Hause ausprobieren. Also wie gesagt, dann werde ich euch jetzt zeigen, wie man ein Tolino benutzt, um Bücher in der Onleihe auszuleihen. Also wie gesagt, jetzt können Sie sehen, mein Tolino und meine Hände, damit Sie sehen könnten, was ich hier drauf mache. Also, allererster Schritt ist natürlich, das Gerät anzumachen. Also hier an meinem habe ich einen Power-Button. Also den Knopf drücke ich und jetzt habe ich meine Anfangsseite. Also, dann müssen wir zum ersten ins Internet kommen. Dafür muss ich hier auf diesem drei Striche tippen. Und Vorsicht, hier steht jetzt anmelden, ganz oben. Das bedeutet in den Tolino-Shop anmelden, wo man Bücher kaufen kann. Also das kann man machen, wenn man will, aber wenn man Bücher ausleihen will, dann nicht hier klicken. Also das ist verwirrend, aber einfach ignorieren. Also, wie gesagt, hier auf diese drei Striche, das ist mein Menü. Und dann sehe ich hier WLAN. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um Bücher auszuleihen. Also um auf die Webseite zu kommen und Bücher auszuleihen. Ich bin hier schon mit der WLAN in der Stadtbücherei verbunden. Das ist frei für alle zu nutzen. Aber falls Sie noch nicht mit dem WLAN verbunden sind, dann müssen Sie das erstmal machen. Wenn Sie dann im Internet verbunden sind, dann könnten Sie hier auf Webbrowser tippen. Und dann sehen Sie hier, eine Webseite hat sich aufgemacht. Ich bin bei Google. Aber ich will nicht bei Google sein, ich will bei der Onleihe-Seite sein. Und es gibt eine besondere Seite für die Onleihe, wenn man das auf dem Tolino macht. Also die normale Seite ist hessen.onleihe.de, meine ich. Aber an dem E-Reader gibt es eine besondere Webseite. Das werde ich dann hier tippen und ich werde das auch in der Videobeschreibung schreiben, damit Sie das nicht merken müssen. Also, das heißt die www.onleihe.de/verbund-Hessen. Und wie gesagt, das schreibe ich dann auch unter dem Video. Dann könnten Sie das da einfach ablesen. Und dann tippe ich auf Enter.
Und jetzt sehen Sie, wir sind auf der Seite für die Online. Also, um uns einzuloggen, müssen wir zuerst unsere Bücherei auswählen. Hier kann man einen Namen eingeben. Und wenn man einfach lang tippt, dann sieht man Stadtbücherei Langen. Das ist die einzige Möglichkeit hier. Das tippe ich drauf. Also, jetzt muss man die Benutzernummer eingeben, hier oben. Das ist die Nummer auf der Büchereikarte. Und das Passwort ist der Geburtsdatum, 8 Stellen, ohne Punkte, ohne Striche. Also ich nehme das jetzt kurz weg, damit Sie nicht alle sehen, was meine Daten sind. Und ich gebe das hier ein. Dann tippe ich auf Jetzt anmelden und dann warte ich, während die Seite sich lädt. Also, jetzt, wie gesagt, sehen Sie hier, dass wir eingeloggt sind. Das ist jetzt bei meinem Konto. Ich kann hier meine Person oben sehen, ob ich was ausgeliehen habe oder ob ich was vorgemerkt habe. Und wenn ich die Bücher sehen will, dann kann ich hier auf dem Buch tippen. Das sind die Bücher, die ich ausgeliehen habe. Und ich kann auch sehen, was es zum Ausleihen gibt hier bei Suche. Ich kann dann entweder stöbern. Hier gibt es viele verschiedene Themen wie Krimi oder Science Fiction oder Kindersachen. Dann könnte ich einfach hier stöbern, indem ich drauf klicke und dann sehe ich neue Sachen, Bestseller, was zuletzt zurückgegeben wurde. Also hier, was sehr hilfreich sein kann, weil oft will man was finden und ausleihen sofort, aber viele Bücher sind schon ausgeliehen und man muss dann eine Vormerkung draufsetzen. Aber wenn man einfach jetzt was lesen will und nicht warten auf einen Vormerker, dann kann man hier auf dieses komische Symbol hier tippen und dann kann man hier auswählen, nur verfügbare Titel. So, dann muss ich meine Änderung übernehmen. Und jetzt sehe ich nur Bücher, die gerade jetzt verfügbar sind. Also, ich suche jetzt irgendwas aus. Also, ich bin eigentlich keine Krimileserin, aber ich nehme einfach irgendwas, damit ich das Ihnen zeigen kann. Also, hier, das Buch heißt Leere Spiegel von Reinhard Röhn. Und das will ich dann ausleihen. Dann tippe ich einfach auf Ausleihen. Und dann kann ich auswählen, wie lang ich das ausleihen will. Also, ich weiß, dass ich das Buch selbst nicht wirklich lesen will und ich mache es auf 2 Tage, damit das schneller zurückgegeben wird. Aber falls Sie wissen, dass das für Sie ein bisschen länger dauert, das ist kein Problem. Sie könnten bis zu 21 Tage das Buch ausleihen. Dann tippe ich auf OK. Und dann warte ich einen Moment. Das ist oft sehr langsam, Antolino. Und viele denken, die haben das nicht richtig gemacht, weil das so lange dauert. Und dann tippen sie nochmal und nochmal. Aber oft müssen sie einfach nur ein bisschen Geduld haben. So, jetzt sehen Sie. Sie haben das Buch Leere Spiegel erfolgreich ausgeliehen. Jetzt kann ich entweder meine Medien sehen, also alle Bücher, die ich ausgeliehen habe. Oder ich kann das Buch direkt lesen. Bevor ich das aber mache, muss ich hier was beachten. Hier unter Buch direkt lesen, ich weiß nicht, ob Sie das gar sehen könnten, aber hier steht sehr, sehr klein Code und da ist dann eine 4-stellige Code. Das, also mein hat nur Buchstaben, das kann auch Nummer haben und bei mir ist das Z-I-E-Q. Dieses Code gehört zu mir und zu diesem Gerät. Also jedes Mal, dass ich mit meiner Karte dieses Gerät benutze, habe ich das gleiche Code. Also man muss das sich nur einmal merken oder aufschreiben. Aber bei manchen Büchern braucht man dieses Code einzugeben und muss wissen, was das ist. Das ist ein bisschen tricky. Also, dann habe ich meinen Code gemerkt. Das ist Z-I-E-Q. Und dann tippe ich auf Buch direkt lesen.
Und wie gesagt, dann warte ich nochmal. Und jetzt hat sich mein Buch runtergeladen. Und hier ist nur ein kleiner Hinweis, dass man die Buchstabengröße ändern kann. Das habe ich schon gelernt. Also, hier ist dann mein Buch. Ich musste diesmal meinen Code nicht eingeben, aber wie gesagt, manchmal muss man den Code eingeben. Es gibt einen Grund dafür technischerweise, aber Sie müssen das nicht wissen, nur dass Sie wissen, wo der Code steht. Also, jetzt kann ich einfach lesen, indem ich hier auf dem Buch tippe oder wische. Und jetzt sehe ich hier, das ist das Buch und Inhaltsübersicht und so weiter. Und dann kann ich anfangen zu lesen. Ich hoffe, dass das hilfreich war, dieses Tutorial mit der Online. Falls Sie noch Fragen haben oder Sie wollen wissen, wie man die Online mit der App nutzt oder wie auch immer, dann könnten Sie auf jeden Fall in die Bücherei vorbeikommen oder uns anrufen. Und wie gesagt, ich bin Alison Obermeier. Ich bin für die Online-Sachen hier in der Bücherei zuständig, aber die anderen Kollegen helfen Ihnen auch gerne. Also wenn das Video Ihnen geholfen hat, die Online zu nutzen, dann bitte ich Sie, einfach ein Like zu geben, damit andere das auch finden und vielleicht auch Hilfe bekommen. Also vielen Dank. Tschüss.